Bettina vorne, zuhause in der Küche. Sie ist in einem 300-fränkigen Schuh unterwegs. Ein Preis, der vielen auf den ersten Blick als teuer erscheint. Unsere Füße tragen uns das ganze Leben und ich finde, ich investiere sonst vielleicht manchmal auch in Sachen, die vielleicht nicht so sinnvoll wären und darum finde ich unbedingt gut, sehr gut investiertes Geld. Seit sie während der Arbeit als Serviceangestellte in der Kibunschuhe trägt, kann sie den Feierabend wieder geniessen. Halt einfach, ja, dass ich am Abend nach Hause komme und habe das Gefühl, ich bin schon müde vom Arbeiten, klar, aber nicht mehr so wie vorher, dass ich so gerädert war, weil man wirklich alles Veto hat. Darum will sie auf den Schuhe von Kibun nicht mehr verzichten. Ich habe es mal ausprobiert zwischendrin, weil wir einen Anlass hatten, wo ich gefunden habe, ich muss einen feinen Schuh dazu anlegen, weil er halt gleich ein bisschen für mich manchmal je nachdem ein bisschen klobig ausgesehen hat. Und habe dann das ausprobiert, einen Tag lang. Und ich habe wirklich, also es ist, habe am Abend haben wir die Füße wieder und den Rücken weg. Und habe dann gefunden, ja, mache ich nicht mehr. Seit dieser Erfahrung trägt Bettina vorne beim Arbeiten nur noch Kibun-Schuhe und empfiehlt die auch weiter. Grundsätzlich jedem, der findet, ich habe müde Beine oder mir tun die Füße weh. Ja, mal ausprobieren, wenn es etwas ist, ist gut. Ja. Der Kibun-Schuh lindert Schmerzen, vermittelt ein Wohlgefühl und überzeugt gerade im Service mit weiteren Vorteilen. Ich finde, er ist auch sehr rutschfest. Wir haben auch, wenn man in die Küche läuft, irgendetwas Nasses am Boden. Da habe ich nicht das Gefühl, ich fliege um. Das ist noch ein Grund, den ich finde, das ist sehr praktisch, natürlich genau in diesem Job. Der Kibun-Schuh ist also der perfekte Begleiter für alle, die viel stehen und laufen. Ich habe ihn wirklich sehr viel an und habe keine Füße und Rückenschmerzen mehr. Das Bettina vorne ist mit dieser Erfahrung nicht allein. Wie ein Haufen Reaktionen von Schmerzpatienten zeigen, geht es vielen Leuten dank dem Schweizer Luftküssischuh heute wieder besser.